Strato kam auf uns zu und hat gemeint, hey, ihr habt doch eine Webseite und ihr hostet doch selber so Zeug und so weiter. Wollt ihr mal unser WordPress-Hosting-Paket ausprobieren? Und wir so, ja, komm, lass mal machen. Wir sind für ehrliche Reviews und Meinungen. Das kann so oder so ausgehen. Danke an Strato an dieser Stelle fürs Sponsoring dieses Videos. Wenn ihr also wissen wollt, ob ihr eure Homepage bei Strato aufsetzen solltet oder nicht, ob die was taugen und schnell genug sind, dann bleibt in diesem Video. Wir haben es kritisch hinterfragt. Willkommen in diesem Video. In diesem Video erklären wir, The Geek Freaks, euch, ob ihr wirklich bei Strato hosten solltet oder nicht. Es gibt da Leute, die würden sich für sowas kaufen lassen, wir aber nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen uns kritisch damit auseinander. Also was haben wir gemacht? Wir haben das Angebot von Strato angenommen und haben uns den Testzugang geben lassen und haben gleichzeitig aber selber nochmal einen Testzugang gebucht, um zu vergleichen. Nicht, dass sie uns ein gerigtes Setup geben wollen, das besser abschneiden würde als das Otto-Normal-Setup, was ihr da draußen euch holen könntet. Und dann haben wir die beiden verglichen. Und wir haben es verglichen mit unserem Self-Hosted-Paket. Was hat denn überhaupt die Basic-Variante? Ihr habt 5 Domains zur Verfügung. Mit diesen 5 Domains könnt ihr auch 5-mal SSL-Verschlüsselung fahren. 40 GB E-Mail-Speicher, 4000 Postfächer, Service, Standard, Einrichtungsassistenten. Das klingt alles nicht schlecht. Und 50 GB Webspace für die WordPress-Installation. Das reicht für mittelständische Unternehmen völlig aus und für euch da draußen wahrscheinlich auch. Ihr wollt einen Online-Shop haben, ein Forum, was auch immer. Sehr, sehr, sehr schnell aufsetzbar. Ihr braucht maximal 5 Minuten, es läuft und dann muss man nur noch ein bisschen editieren. Und ich zeige euch mal, wie ihr das installieren könnt. Ihr müsst eigentlich nur euer Web-Service-Paket bestellen. Da gibt es verschiedene Tiers, von Basic bis Premium. Und ihr sucht die aus, die euch am besten gefällt. Wir hatten das Basic-Tier und dann bekommt ihr Zugangsdaten. Mit diesen loggt ihr euch ein und dann seid ihr an der Oberfläche in Strato. Und dann könnt ihr ganz einfach unter dem Button WordPress installieren. Ihr könnt die Sicherheitsvariante oder die manuelle Variante wählen. Die Sicherheitsvariante empfiehlt sich für Anfänger. Das heißt, ihr müsst Plugins nicht updaten, ihr habt Virenchecks im Hintergrund, ihr seid komplett abgesichert mit Backup und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch eine manuelle Variante, wo man alles selber einstellen kann. Aber halt, ihr könnt gleich, wenn WordPress installiert ist, noch verschiedene Modi auswählen. Ihr könnt zum Beispiel ganz schnell einen Shop erstellen, ganz schnell einen Blog. Ihr habt Templates, mit denen ihr eure Webseite super schnell aufsetzen und customizen könnt. Und es funktioniert mit ein paar Klicks. Wir haben zum Beispiel hier einen Testshop einfach mal aufgesetzt, um zu zeigen, wie es geht. Das hat insgesamt 6 Minuten gedauert. Dann ist der Shop am Laufen und das ging ziemlich performant von der Hand. Wir hosten thegeekfreaks.de selbst auf eigenen Servern, aber wir wollten das natürlich vergleichen. Self-hosted, unser Geekfreaks-System, gegen Strato-Testzugang von Strato, gegen selbst aufgesetzter Testzugang, um sicherzugehen, dass die Ergebnisse auch stimmen. Und wie sieht das Ganze aus? Fragen wir doch mal den Moritz aus der Flasche. Hey Moritz, Techniker aus der Flasche! Kannst du uns dazu was erklären? Und wie sind die Ergebnisse und was ist da so passiert? Danke, Alex. Natürlich haben wir das Strato Webbrowsing getestet. Ihr könnt damit einen ganz stabilen Webauftritt hinlegen, allerdings solltet ihr keine Geschwindigkeitsrekorde erwarten. Das Aufsetzen ist jedoch sehr schnell erledigt. Die Bedienung funktioniert wunderbar. Somit eignet sich das Paket perfekt für Einsteiger oder Neuanfänger, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen oder können. Ihr könnt die ausführlichen Testergebnisse unten in der Videobeschreibung anschauen. Ich stelle euch da mal eine schöne Liste zusammen. Einmal ganz normal WordPress, dann einmal ein paar Themes importiert und zum grünen Abschluss unsere Digi-Freak-Space. Dankeschön, Moritz. Alles klar. Wenn ihr natürlich ein bisschen mehr wollt, müsst ihr ein bisschen upgraden. Eine etwas teurere Variante als die WordPress-Basic-Variante nehmen. Bei den meisten anderen Anbietern kostet die SSL-Verschlüsselung zum Beispiel was zusätzlich. Ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber unser vorheriger Anbieter, bei dem wir gehostet hatten, hat 3 Euro pro Domain und SSL-Zertifikat berechnet. Und ihr habt Verlässlichkeit, was Sicherheit, Service, Backup und so weiter angeht. Das ist schon ziemlich stark. Also wir haben es uns jetzt mal so angeguckt und viel durchgeklickt und ganz viele Tests gefahren. Wir konnten für den Preis keine Kritikpunkte finden, wo wir sagen würden, hey, mach das nicht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, für normale Nutzer, die nicht unbedingt eine internationale Firma leiten wollen, ist das völlig ausreichend im Basic-Tier. Für Profis ist es auch was, weil man komplett Zugang hat auf dem Webspace. Das heißt, man kann alles editieren, bearbeiten. Hätte ich das damals gewusst, ich hätte mir wahrscheinlich überlegt, ob ich Self-Hosted wirklich realisieren muss und Moritz beauftragt oder das einfach so mit Strato umsetzt. Kann man machen, ist echt nicht schlecht. Also auf jeden Fall besser als die Anbieter, die ich bis jetzt sonst hatte. Und das für so einen kleinen Preis. Ich meine, ihr zahlt am Anfang nichts. 3 Monate lang und dann 8 Euro im Monat. Und für 8 Euro im Monat ist das ein Top-Angebot. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen, ein bisschen beraten. Und wenn das nichts für euch ist, dann ist es halt nichts für euch. Aber man kann sich's ja mal angucken und testen, kostet nichts. Und das ist das Schöne. Ich dachte auch nicht, dass wir mal mit Strato zusammenkommen. Dankeschön, Strato, an dieser Stelle, dass wir das mal ausprobieren und austesten konnten. War eine schöne Erfahrung. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt oder andere Dinge, dann bleibt doch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Oder ihr schaut jeden Freitag in den Livestreams vorbei. Danke an alle Kanalmitglieder draußen. Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haut rein!